meine Herren, da sind wir uns ja wohl einig, dass das kein Zustand nicht ist, dass das einzige Hotel mit Seezugang diesen zwei Schnepfen da gehört. Und jetzt werden sie auch noch frech. Aber nicht mit einem Breitwieser. Ab sofort wird zurückgeschlagen. Und dabei baue ich auf euch. Das letzte Mal hast du gesagt, das soll ja ein Schaden nicht sein. Da war ich noch Bürgermeister und ich noch Bankdirektor. Meinen eigenen Kreditrahmen haben sie zurückgeschraubt. Ohne deine Schmiergelder, haben sie gesagt, hätte ich ja praktisch keine regelmäßigen Einkünfte. Du musst nur einmal straucheln. Schon wären sie frech. Ich find's ja nett, dass du auf mich baust, aber ein Amt habe ich nicht mehr. Dafür ein Strafverfahren am Hals. Also, was Konkretes soll ich dir denn da helfen? Was ist das Problem in diesem Land? Es wird immer nur gejammert, gejammert, gejammert. Ihr müsst doch einmal nach vorne blicken. Lieber nicht. Da wird man nur schlecht. Du redst dir leicht. Du bist ja unbeschadet aus der Geschichte rauskommen. Sag mal, und warum glaubt ihr, dass ich euch da nicht raushelfen kann? Ich meine, ich werde auch meine besten Mitstreiter nicht im Stich lassen. Sagt mal, ihr habt ja wirklich eine wunderbare Meinung von mir. So, und jetzt bestellt euch noch einmal einen Schweinsbraten aufs Haus, weil ab morgen seid ihr wieder in der Lage, selber zu zahlen. Und ab morgen bitte, bitte ein bisschen eine positive Grundeinstellung. Eure Gesichter sind ja geschäftsschädigend. Jetzt lass uns noch einmal über den Koch reden. So, meine Herren, schnappt euch ein Bier, kommt's mit. Das geruhsame Leben als stellungslose Würdenträger ist vorbei. Von jetzt an wird wieder hingelangt, gell? Die beiden Verfahren gegen euch sind eingestellt, die Amtsenthebung rückgängig gemacht. Damit seid ihr wieder in Amt und Würden. Herr Bürgermeister, meine Gratulation. Herr Sparkassendirektor, Gratulation. Jetzt hockt's euch halt einmal hier. Wie hast denn das deichselt? Schwarze Kasse. Ach du, das braucht die überhaupt nichts zu bekümmern. Jetzt freut's euch nur zwei Minuten. Und dann könnt's aktiv werden, gell? Dankbarkeitsmäßig. Sie, Chef, könnten Sie vielleicht mal mit dem Herrn Oberstaatsanwalt reden? Wieso, was ist denn? Der haut sich hier die Wampen voll und will nichts zahlen. Und für die Suite zahlt er auch nicht. Der Mann ist ein guter Gast, dann zahlt er halt einmal nicht. Da wollen wir doch nicht kleinlich sein. Ne? Also, bitte nerv ihn nicht. Ja? Komm, Vorreiter, die Zahlen. Die Zahlen? Ach so, ja, die Zahlen. Also, bei mir hatten die beiden Damen einen Kredit über 146.500 Euro und bei meinem Stellvertreter habe ich mal arglos nachgehakt. Inzwischen sind es 198.455. Aha. Und jetzt, wo du Bankdirektor bist, könnte man schon vorstellen, dass die zwei Damen Schwierigkeiten haben, den Kredit zurückzuzahlen. Hm? Ja, also mehr als Druck machen kann ich nicht. Naja, wenn die zwei jetzt nicht eröffnen können, dann haben sie schon mal keine Presse. Ohne Presse keine Gäste. Ohne Gäste keine Einkünfte. Und ohne Einkünfte keine Kreditrückzahlung. Und dann bist du ja quasi verpflichtet, dass du den Kredit kündigst und die Sicherheiten verwertest. Ja, ich fürchte fast, da kommt dann das Hotel und der Name. Ja, ja. Das Geschäftsleben ist eins der härtesten. Und was soll jetzt ich da? Dankbarkeitsmäßig? Jetzt, wo du wieder im Amt bist, hast du ja Zeit zum Nachdenken. Prost. Prost. Ich werde deinem Junior das Gesundheitsamt auf dem Hals setzen. Irgendwas finden die immer. Sag mal, spinnst du? Leg auf! Erstens bezweifle ich das. Immerhin ist er ein Breitwieser, also weiß er, wie man das Gesundheitsamt aushebelt. Außerdem arbeitet er korrekt, weil irgendwas von mir muss er ja geerbt haben. Zweitens, es wird nichts gegen den Felix direkt unternommen. Den zwei Damen, denen kannst du alles auf dem Hals setzen, was du findest. Das ganze Repertoire, von oben bis unten. Aber nicht gegen meinen Sohn. Also dann bleibt dein Felix unangetastet. Und Flohhofer? Ja? Diesmal muss es sitzen. Sie sollten mir dankbar sein. Aber wir sperren morgen auf. Da kommt ja gar keiner mehr auf das Grundstück. Unter dieser Straße gibt es Hohlräume. Hohlräume. Unterspülungen. Eine tückische Sache. Wenn da ein Auto drüber fährt und der Grund fängt zum Rutschen an. Das sagst du noch?
Diese Haftung wollen Sie mit Sicherheit nicht übernehmen. Da würde ich zuerst gerne mal ein Gutachten vom Bauamt sehen. Und bis dahin machen Sie die Straße wieder frei. Frau Rechtsanwältin, wie stellen Sie sich das vor? Es ist Freitagnachmittag. Vor Montag kann einer da nichts vorlegen. Und ich erreiche auch niemanden mehr. Es wird die Einwohner dieses kleinen Städtchens sicher interessieren, wie sie die Steuergelder der arbeitenden Bevölkerung ohne Sinn und Verstand im Straßenbau versenken. Hm? Na, und jetzt, wo sie gerade wieder frisch in Amt und Würden sind, da wäre es doch schade, wenn sie die nächste Wahl nicht überstehen. Gott sei Dank ist da noch eine Weile hin. Ich mache jetzt auch Feierabend. Kommen Sie am Montag wieder. Meine Herrschaften! Den Schluss. So, bitteschön. Herzlich willkommen. Ihre Einladungskarte, bitte. Okay. Und Ihre auch. Der braucht keine. Also ohne Einladungskarte kein Einlass. Sie Scherzkeks, neben mir hockt der Bürgermeister und da hinten hockt der hiesige Bankdirektor. Herr Breitwieser, herzlich willkommen. Ja. Schaut es nicht schön aus? Und das alles ohne Strom. Eine reizende Idee von Ihnen. Halt einmal. Sind wir ein bisschen vorsichtig, gell? Von wegen Verleumdung und so, gell? Eigentlich wollte ich mit Ihnen anstoßen. Fanny. Wohl sein. Schau einmal. In die 3 Monate, wo die nicht im Amt waren, haben ihnen ihre Frauen nichts zum Essen gegeben. Die das Kochen im Gefängnis gelernt haben? Die ist nicht im Knast besser als bei mir, ha? Naja, hätt's da beinahe selber ausprobieren können, gell? Aber ich kann natürlich jederzeit mit dem Oberstaatsanwalt noch mal reden, wenn's meinst, gell? Lass noch gut sein. So dringend muss ich's auch nicht wissen, gell? Aber das Essen hier, das muss man ganz ehrlich sagen, ist weit und breit das Beste am ganzen See. Aha. So. Prost. Herzlich willkommen im kleinen Hotel am großen See. Ich glaube nicht zu lügen, wenn ich sage, nicht nur im kleinen Hotel, auch im schönsten Hotel am großen See. Dieser gemeine, gemeinsame Traum der beiden Frauen, Damen. Wie ein Strang haben beide an einem Mann gezogen. Wie ein Mann haben beide an einem Strang. Herzlichen Dank für diese wunderbaren einleitenden Worte. Ja. Also, der Mensch wächst mit den Aufgaben. Und ich hätte mir ja vor 4 Tagen niemals träumen lassen, dass ich da heute vor Ihnen stehe. Und dass ich jetzt vor Ihnen stehe, das habe ich jemandem zu verdanken, der die Schneid hat, ein großes Risiko einzugehen. Und das geh heute mal weiter. Ja, komm einfach. Diese Person ist die Antonia. Danke.
Musik.